Süchen und Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu das Befallen Awakening DLC Spezial. Letztes Mal sind wir ein bisschen in Verdrängnis geraten, aber er kommt nicht ran. Es kommt nur eher an Severe ran. Lass mir mal das vorne weg. Er macht 60, er macht ihr 21 Schaden. Hat eine Offensivfähigkeit. Natürlich hat er Luna. Er würde sie killen. Hoffen wir mal, dass sie sich irgendwie verteidigen kann. So, Nora. Eine gute. Du tötest Marv. Du versuchst ihn zu töten. Ich muss jetzt alles dran setzen, dass der eine nach dem anderen abdankt. Ich hasse euch nicht, aber ich kann nicht zulassen, dass es weitergeht. Das ist eine ziemlich knackige Mission, um nicht zu geben. Natürlich. Aber das reicht trotzdem aus. So. Na, wir haben für Nora, aber ich glaube, das reicht. Nein. Vielleicht sollte ich etwas Neues lernen. Weil sie hat. Ja, sie ist eh schon Max, das bringt ja nichts. Du, hi, und du. Ja, das ist bei deinem Stapler im Bild, oder? Vielleicht gehen sie auf die Grünen mehr. Vielleicht sind sie darauf mehr fixiert. Und da oben sind keine Grünen mehr. Hier unten, aber. Wayne, du. Nein, das bringt alles nichts. Wayne ist noch nicht stark genug. Das ist bitter. Du gehst auf den, okay. Werde meine magischen Kräfte ausreichen? Keine Ahnung, Lilina, fragt dein Vater. Ach nee, der ist ja tot. Nein, meine Angst darf mich nicht bezwingen. Ich muss kämpfen. Oh, das war aber ziemlich böse von mir. Und tschüss, Julius. Nein, das ist unmöglich. Ja. Was würde ein echter Anführer in so einem Moment sagen? Keine Ahnung, sowas Cooles wie High Five for my friends. Moment, nein. Und tschüss, schwarzer Ritter. Ich habe getan, was ich konnte. Alles andere liegt bei euch. Harden! Wow, du bist wieder voll. Ach ja, da könnt ihr die Waffe verwenden, um sie zu heilen. Ihr werdet den anderen nichts zuleide tun. Ich werde euch aufhalten. Mikaya, ich habe dich nie geschenkt im Spiel. Könnte das sein, dass sie jetzt schon stirbt? Oh, um einen. Wie konnte ich so einen leichtsinnigen Fehler begehen? Harden! Aber dieser Kampf wird nicht leicht sein, aber ich muss ihn dennoch fortsetzen. Ich werde obsiegen. Für alle, die mich herbrachten und für alle, die heute mit mir kämpfen. Au, ich triff wenigstens einmal und dann Frederick vielleicht. Töte ihn. Yes, critical! Ich hätte mehr für die anderen geben sollen. So, sobald ich dann das nächste Raubbeinendrecher habe, wobei das ist das Heftigste, kann ich Limitbreaker holen, dann wird es dann so einfacher. Was, wenn man die nicht trifft? Frederick, danke. Oh, Frederick. Bester Mann auf dem Platz. Auch wenn das kein Platz ist, sondern Schlaffel ist, egal. Prinzip bleibt das gleiche. Zack und zack. Das reicht jetzt auf jeden Fall aus. Vergeltung. Critical! Das ist nur der Anfang, oder? Du bist tot. Hättest du den Critical nicht gleich machen können? Wobei, ist aber wurscht gewesen. Jetzt kommt das, worauf ich mich. Warte mal, die kann nur einmal. Aber wenn jetzt. Okay, oh, okay, best case. Oh, danke, Henry. Und Kriegerland, Mond. Zack! Das ging schon mal gut aus. Den trifft sie voll. Ha, wieso denkt ihr, dass ich Zeit für ein Spielchen habe? Keine Ahnung, du stirbst jetzt. Macht ihn keinen Sonderschaden. Frederick blockt. Vergeltung. Aeroga! Und tschüss. Nicht hier, ich habe noch so viel zu erledigen. Nö, hast du nicht, ich meine, du bist Dodoed. Dodoed, genau, du bist Dodoed. Dodoed, du bist ein Dodo. Aus dem Weg. Bitte kein Exitus, bitte kein Exitus. Gut. Frederick. Danke, oh, jetzt hat. Ich habe versagt. Aber sie muss ihr Vergeltung öfter triggern. Aber ihr hat leider keine vollen, keine 50 Dinge. So, jetzt. Da ihr euch mit diesem Abschaum eingelassen habt, seid ihr mein Feind. Aber trifft du es einmal mit 21 Schaden. Das ist alles. Autsch. Auch wenn das jetzt sehr wehtun wird.
Oder auch nicht, danke sie mir. Vergeltung. Boom. Ah, oh, danke zu mir. Boah, das könnte sogar jetzt noch besser sein, als der abkratzt. Darfst du nochmal danach? Ich glaube schon. Aber sie muss doch immer treffen. Selber, wenn du das nochmal triffst, dann 69%. Ich sehe es gerade. Ah, ein Kämpfer wie ihr wirft sich an solchen Schurken weg. Ja, Mai, ich meine, die Zahlen hat einfach besser als ihr. Das ist. Das. Eldigern, nur eine Sache muss getan werden. Halt mal Vorteil. Vergeltung. Oh, das reicht halt nicht aus. Danke, Frederick. Vorteil. Vergeltung. Komm, töte ihn. Töte ihn. Yes, critical. Weg damit. Nein, ich habe meine Aufgabe noch nicht erfüllt. Fredericks Kriegerlanze ist zerbrochen. Aber hey, wir haben die Sache unter Kontrolle bekommen. Und tschüss, Sephiel. Wie konnte ich nur unterliegen? Naja. Weißt du, das ist wie es, wenn du ein Messer in eine Schießerei mitbringst. Keine Chance. Und dafür hat Arvis die einfach weggecrittet. Diese Last ist einfach zu viel. Hätte ich fast nicht vorgelesen, ne? Dann du Stapler trainieren. Hätte ich mal mit ihr noch machen müssen. Nora. Ich bin so froh, dass ich das alles unter Kontrolle bekommen habe. So. Du mit Vergeltung machst 5 extra Schaden, ne? Das heißt, wenn ich jetzt ihn mit dem Schwert angreife, reicht das nicht auch. Wobei. Er hat Vergeltung. Nein, das ist viel zu heikel. Fuck, ich muss irgendwie schauen, dass ich die da oben zur Hilfe eile. Moment, wenn ich immer mit ihr jetzt wegrenne. Das Schwert sollte. Oh Gott! Wie weit kommst du denn? Nicht so weit. Wenn ich jetzt in die Hirn renne, bin ich aus seiner Reichweite raus. Zu mir kann die nicht töten. Fliegerlanze, bring sie um. Nee, hier wollen wir hier. Uff. Fuck, die hat ja Vorteil. Das wäre. Hätte schief gehen können. Das habe ich nicht vorgelesen, aber ich bin gerade ein bisschen aus. Fast krepiert dabei. Einmal Severa wieder. So, Nora damit. Oberhin darf jetzt aufräumen. Natürlich reicht das nicht, oder? Das könnte reichen. Aber 80%, ich habe schon so oft mit 80% daneben geschlagen. Ja, auf der anderen Seite. Ja, entweder, wenn das andere einmal nicht trifft, dann ist es genauso. Wayne, Mistelstein, ja. Unglaublich, ihr kämpft doch besser, als ich dachte. So, dann ist der down. Wayne, gerade mal Resteverwertung, würde ich mal fast sagen. Du tötest sie genau, das ist super, Noe. Hier doch kein Vorteil. Wie Noe einfach keinen Schaden bekommen hat die ganze Mission über. Okay, sie hat einen Schaden bekommen, die hat sie direkt wieder hochgeheilt. Ich war nicht stark genug, aber ich habe keine Angst mehr. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr, jetzt bist du schon tot. Und Level für Noe! Juhu. Jawohl, schon besser! Ja, ich kann die ganze Legion besiegen, ich weiß. So, Wayne, nimm dein Kriegerschwert und töte Mikaya. Einmal, wenn du triffst, ist sie down. Zack! Wayne needs no aid. Es tut mir leid, Gefährten. Ich habe alles versucht. Und Level für Wayne. Yes! Der Gipfel ist erreicht. Ich bin vollständig. Ich liebe es, Wayne zu sprechen. Verschwindet oder ihr werdet den Blut aus meiner Klinge stillen. Ich glaube, du stirbst gleich eher. Oder? Vergeltung, das macht nicht keinen extra Schaden. Ich krieg 22. Zack! 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 Astra! Das war's aber nicht. Oder? Nein. Wie viel Schaden machst du ihm denn? 420, aber der Konter bringt dich um. Ein ehemaliges Elixier. Stimmt, das habe ich auch noch die ganze Zeit gehabt. Du nimmst mal die Kurzaxt. Und du hast ein Heilmittel dabei. Ja gut, nimm das. Das bringt das zwar nicht viel, aber Silveran kann ihn wenigstens wegkontern. Und Mistelstein, bring ihn um. Schön. Zack. Ist ja vielleicht stark, aber das hier ist noch nicht zu Ende. Wobei das andere das doppelt angreifen können, bevor er drankommt. Das wäre auch blöd gewesen, aber naja. Wirbelwind. Ah, das hat Matsu ja auch noch. Stimmt, das hätte ich auch hernehmen können aus der Distanz. Oh, ich blöd, Mann.
Noe weiter nach vorne. Es macht immer noch Sephiran Sorgen, aber ich glaube, dass das Severa hinbiegen kann. Vergeltung, das macht eben keinen Bonusschaden und jetzt hat sie ihre Vergeltung und die macht Bonusschaden. Zack! Okay, Leute, das war knapp, was ich wollte. Was werdet ihr tun, wenn euer Schicksal, euer schreckliches Werk vollendet ist? Ugh. Naja, wir werden was essen. Und zwar ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen und eine Pizza. Eine ganze. Mit Salami drauf. Die Gegend ist sicher, Crom. Ja, so scheint es zumindest. Was ist los? Du wirkst, siehst irgendwie niedergeschlagen aus. Ich werde jetzt gefühlslos, dass wir einen Fehler machen. Was, wenn wir die falschen Leute bekämpft haben? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Unser Ziel war es, die Schlacht schnell zu beenden. Wir wählten die Seite, die uns das möglich hat, oder nicht? Ich schätze, du hast recht. Kehren wir nach Hause zurück und hoffen, dass wir hier, dass hier Ruhe einkehrt. Warte, Nora, da hängt etwas an deinem Umhang. Wie? Oh, du hast recht, wie könnte mir das doch nicht auffallen? Es sieht wie eine Karte der Beirufung. Lass mal sehen. Selisa, die gesegnete Jungfer. Die Prozessin aus der Saga um Valencia? Ich verstehe, der Kampf ist also vorbei. Eine Niederlage ist weniger bitter, wenn man das Blutvergießen beendet werden kann. Mein Name ist Selisa. Soll ich an eurer Seite bleiben und eure Wunden heilen? Ich bin nicht besonders bedeutend, aber vielleicht kennen mich einige von euch. Hast du je von Selisa gehört? Nein. Ich stamme aus Valentia. Aus Valencia. Das ist ein Kontinent in einer weit entfernten Welt. Ich wuchs in einem Kloster auf und betete jeden Tag zur Erdmutter Mila. Doch dann fing die Erde an zu sterben und ich begann den Grund dafür zu suchen. Auf meinem Kontinent gibt es überall Schreine zu Ehren von Mila. Viele Leute pilgern dorthin, um die Segen der Göttin zu erhalten. Die Erdmutter ist sehr mächtig. Sie kann sogar Tote wieder zum Leben erwecken. Das überrascht euch? Nun, das ist nicht bei jedem möglich. Einige der Gläubigen sprechen sich sogar gegen die Wiederauferstehung aus. Wer kann schließlich sagen, wer es verdient, wiedergeboren zu werden und wer nicht? Was denkt ihr, Nora? Würdet ihr Mila bitten, jemanden zum Leben zu erwecken, wenn ihr es könntet? Würdest du einen Freund wiederwecken? Ja. Das verstehe ich gut. Ich habe auf meinem Weg auch Menschen verloren, die mir im Herzen lagen. Ich wollte, dass sie zurückkommen, auch wenn es gegen das Gesetz der Natur ist. Vielleicht habt ihr auch bereits einen geliebten Menschen verloren. Haben wir? Ah ja, gibt es ein paar. Glaub mir, ich weiß, wie sehr das wehtut. Möchtet ihr darüber reden? Ich bin schließlich Heilerin. Oh, es tut mir so leid, ich habe völlig die Zeit vergessen. Es war meine Freude, mit euch zu reden, Nora. Ich hoffe, wir werden bald wieder Gelegenheit dazu. Ihr könnt mich jederzeit dabei rufen. Ich verspreche, für euch da zu sein. Nein. So. Dann geht das letzte noch an. Ich weiß es nicht. Ach, ich verstehe wieder kriegen. So. Moment. Denn im nächsten Part werden wir die letzte dieser Helden von 1 sagen anfangen. Und zwar Raubein und Rächer Nummer 3. Da haben wir eh schon alle. Wahnsinn. Da haben wir die schon mal alle abgeschlossen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir. So viel haben wir dann nicht mehr. Nee, dann haben wir eh nicht mehr. Also allzu lange wird das Projekt dann nicht gehen. Dann haben wir noch die drei würde ich danach wahrscheinlich anfangen. Ernstaufflug, Sommerflug, heiße Quellen, beziehungsweise habe ich die drei. Nee, die drei muss ich noch machen. Dann mache ich die drei, die habe ich nämlich nicht gezeigt, sie hat mir gerade so auf. Dann geht es wahrscheinlich dunkle Umarmung an auch 5, der gute Ruf. Dann an die drei Summer Scramble DLCs und zum und beenden wir das Ganze, werden wir das Ganze mit der vergangenen Zukunft und zu guter Letzt die Apotheose. Aber ich werde nach Raubein und Rächer 3, wir werden es auf jeden Fall schon mal anschauen, werde ich eine kleine Level-Session einlegen, denn jetzt ist der entscheidende Part, die Apotheose wird richtig schwer. Oh, ihr seid zurückgekehrt und das keine Sekunde zu früh, die... Lass mich raten, es gibt noch mehr Einherjährige, die wir besiegen müssen. Ja, aber nicht nur ein paar, alle Einherjährige, die ihr in dieser Dimension besiegt habt. Sie sind alle versammelt, besiegt sie erneut und ich verbanne sie in ihre Karten. Das bedeutet wohl, dass uns dieses Mal niemand von ihnen im Kampf unterstützt. Leider nein, aber so ist es doch viel romantischer, findet ihr nicht? Ein bunt gemischter Haufen von Außenleuten, die sich den Legenden der Geschichte stellen. Inmitten aller Widrigkeiten stürzen sie sich einen mörderischen Kampf. Romantisch ist nicht das Wort, das ich in diesem Zusammenhang benutzt hätte. Nee, nicht so, Jans, ne? So, wie nehme ich mit? Wir fangen jetzt mal von vorne an und nehmen halt immer die Pärchen einzeln mit.
Und ich weiß nicht genau, wen ich mitnehmen soll. Okay, Chrome Olivia, Nora, Frederick ist schon mal safe. Gaius Noe würde ich sagen. Sumion Henry, nehmen wir mal. Laurent, Cynthia und. Ach ja, Laurent. Laurent könnte ich auch noch mitnehmen. Der hat auch Vorteilvergeltung und der hat das mit der Verwüstung. Das ist natürlich schon mal eine richtig gute Idee für mich. So, Donny und Sully. Auch ein gutes Team, die zwei. Donny vor allem richtig krass immer. Tiki. Wollen wir kurz die Supports anschauen? Tiki, mit wem machst du denn Supports? Mit Sayori. Sayori hat auch Wirbelwind. Dann nehmen wir Tiki und Sayori mit. Das sollte eigentlich so passen. Wayne und Severa, warum eigentlich nicht? Inigo hat noch keine Frau. Selcher und Craig. Ja, nicht so mit zu. Nee. Maribel und Lepra hatte ich mir auch zu fragil. Wobei Maribel zum Heilen von hinten mit Stärkung, wenn ich eine. Ich kann nicht mehr stärken, also das ist scheiße. Ah, Lindfahren. Lindfahren und Lucina. Wusste doch, ich habe da irgendwo im Herzen noch was übersehen. Die beiden werden auf jeden Fall auch Arbeit machen. Lissa. Lissa und Gregor, ich brauche Heiler. So, erstmal auf Tamu, wer steht. Ihr übernehmt die Flanke, das sieht schon mal gut aus. Tiki, wie gut ist dein Rest? Gut, aber nicht gut genug. Wie sieht es mit Noe dagegen aus? Noe hat auch keine so gute Rest. Noe, du gehst mit Gaius oben lang. So, die gehen hier mit. Ihr bleibt bitte in der Mitte zum Heilen. Dann nehmen wir Cynthia und Lauren nach rechts. Genau. Die heilen. Olivia ist hier. Die sind da. Die beiden sind hier. Und ihr zwei seid hier. Und sie eigentlich ausgehen. Aber ich würde mal sagen, das. Dann speichern wir erstmal. Denn das war's dann mit Final Awakening DLC Speziale. Für heute nächstes Mal gehen wir gegen die Raub in den Rächer 3. Und das sind die Richtung 50 Einheiten. Das ist wie gegen Priam. Bloß, dass wir noch 10 weniger haben. Und es sind alle dabei: die Guten und die Bösen. Und es sind viele. Und es wird richtig heftig, sage ich jetzt schon mal. Wir hocken hier eingepfercht drin, aber es sollte möglich sein. Aber das war's, wie schon gesagt, mit Final Awakening DLC Speziale. Bis denn und ciao.